Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Thomas von Huawei Blog. Ja, um was geht's heute? Ich werde heute mit euch die Huawei Relays auspacken. Am Anfang gehe ich mit euch ein bisschen um die Verpackung außenrum und werde euch während des Videos versuchen, genaueres zu den Huawei Relays zu erklären. Los geht's! So, hallo und herzlich willkommen. Bin der Thomas von Huawei Blog und heute geht es um die Huawei Relays, die ich mit euch zusammen auspacken werde. Und nach dem Auspacken werde ich noch versuchen, die mit dem Handy meiner Tochter zu koppeln. Das habe ich auch schon alles hier für euch. Und meine Tochter steht jetzt auch übrigens gerade hinter mir und filmt alles mit meinem Huawei Mate 20. So, da würde ich sagen, wir packen die mal aus. Dann gleich gehen jetzt erstmal um die Verpackung rum. Hier schön Huawei Relays, Huawei HyperApp MIUI 9.1. Wir haben hier 18 Stunden Soundwiedergabe, verspricht hier Huawei. Und wir können das Ganze, das zeige ich euch dann, mit unserem Handy per Fast Charge laden. So, hier hinten verschiedene Sprachen und das Ganze wird mit Bluetooth 5.0 unterstützt. Ja, es handelt sich um die Huawei Wireless Earphones und das ist das Modell CM70C in der Farbe Amber Sunrise. Ja, viel mehr gibt es hier zur Verpackung nicht zu sagen. Sieht alles aus wie ein Buch. Ich bin mal gespannt. So, dann legen wir mal los. Wunderschön eingepackt hier. Das mal auf die Seite. So, und dann ist hier so ein kleiner Stoffnippel, da kann man dran ziehen und dann kommt es da wunderschön raus. Hier sehen wir schon das Huawei-Logo. Die äußere Verpackung, die legen wir mal auf die Seite. Gehen wir hier ein bisschen außen rum. Ja, da ist nichts weiter drauf, außer dieses Huawei-Logo. Und jetzt machen wir das Ganze mal auf. Das Ganze ist hier magnetisch, sogar ein sehr starker Magnet. Ja, er hat was von einem Buch. Okay. So, und jetzt seht ihr hier schon die Huawei Relays. Wunderbar eingepackt. Und hier ist wieder so eine kleine Lasche. Und zu den Relays, die machen wir dann später. Die lege ich mal auf die Seite. Und hier ist noch weiterer Verpackungsinhalt. Den holen wir mal raus. Ah ja, das ist so zum Hochklappen. Ah, und dann haben wir hier noch verschiedene Ohrstöpselpärchen, auch in der Farbe Amber Sunrise. Die packen wir auch gleich mal aus. Und hier noch ein Ladekabel, packen wir auch gleich aus. Und Papierkram. Gucken wir mal rein. Ja, Quick Start Guide. Ja, es ist alles auf Englisch. Und hier steht dann, wo der Power-Button ist, wie man koppelt und so weiter. Das machen wir dann alles. Und wie gesagt, der Quick Start Guide ist komplett auf Englisch, aber ich versuche mein Glück da alleine, ohne Anleitung. Das wird schon klappen. So, und mehr ist hier nicht drin in der Verpackung. Tun wir die mal auf die Seite. Wir haben hier die verschiedenen Ohrstöpsel. Packen wir mal aus. Ja, ihr seht es hier, verschiedene Größen der Ohrstöpsel. Ja, und auf den Relays sind ja auch schon welche dran. Das heißt, ihr habt insgesamt drei verschiedene Varianten an Ohrstöpseln. So, die mal auf die Seite. So, und dann haben wir hier ein Ladekabel. Gucken wir auch gleich mal. So, da haben wir USB-A auf
USB-C weiblich. Okay. Sehr interessant. Ja, man muss mal gucken. Ist wohl dafür gedacht, um das mal schnell an den Laptop anzustöpseln und dann kann man die laden. Okay, so jetzt zu den Huawei Freelays. Ja, sehr schön verpackt. Okay, gucken wir mal, wie wir die da rausbekommen am besten, ohne dass ich sie kaputt mache. Hier ein bisschen hochschieben, kann man das hier rausziehen. Hier genauso. Und schon haben wir die hier in der Hand. So, ihr seht, das ist alles extra dafür ausgelegt, dass man das sich da wunderbar in den Nacken legen kann. Und die sind hier magnetisch. Das heißt, ihr habt die in den Ohren drin und wollt dann keine Musik mehr hören. Lasst die über den Nacken hängen und macht es hier so zusammen. Dann hören die automatisch auf zu spielen. Und wenn ihr sie wieder auseinander macht, geht es genau da weiter, wo ihr aufgehört habt. So, wir haben hier, ja, hier ist ein kleines L und hier ist ein kleines R für rechts und links. Man sieht es auch ein bisschen an der Wölbung, dass das so gedacht ist. Diesen CE-Aufkleber, dann mache ich danach mal gleich weg. So, weg damit. Das ist ja hässlich. Jetzt klebt er da an meinem Finger fest. So, und dann haben wir hier noch eine Folie drum. Das machen wir auch gleich weg. Das ist ja schon fast wie beim Handy auspacken. So, weg damit. Und hier auf der anderen Seite haben wir das gleiche nochmal. Und auch weg damit. So. Und jetzt seht ihr hier auch nochmal ein R, ein kleines, und hier nochmal ein kleines L. Somit wisst ihr auch, genauso wie jetzt über den Nacken gelegt, wie ich es gerade festhalte. Und hier kann man jetzt den Stecker abziehen und schon habt ihr euren USB-C-Anschluss. Und das Gute ist jetzt auch, ihr seht, durch das Magnetische geht es hier nicht verloren. Ja. Und somit habt ihr das immer beisammen. So, seht jetzt hier den USB-C-Stecker. Huawei verspricht, dass man mit 5 Minuten Ladezeit circa 4 Stunden Musik hören kann. Und ihr könnt das Ganze in eurem Huawei-Smartphone einstecken. Und dann werden die Huawei Freelays über euer Huawei-Smartphone geladen. Ja. Wir haben hier einen 120 mAh starken Stunden Akku drin. Ja, also jetzt nichts Großes, Weltbewegendes. Haben hier den Ein-Ausschalter und hier eine lauter und leiser Wippe. Und ja, mehr ist hier bei dem jetzt nicht. Jetzt gucken wir mal, was hier noch ist. Hier haben wir noch mal ein schönes Huawei-Logo drauf. Und dann, wie gesagt, hier schon das kleine L. Mehr ist hier nicht, das kann man auch nicht auseinanderziehen. Ja, das war's bei dem linken Teil der Huawei Freelays. Und bei dem rechten Teil haben wir hier nur den USB-C-Anschluss nochmal. Und ja, den resten Teil der Kopfhörer. So, jetzt werden wir mal versuchen, das Ganze mit dem Huawei P20 Lite meiner Tochter zu koppeln. Kleine Info noch vorweg. Diese Huawei Freelays sind nach IPX5 zertifiziert. Das heißt, sie sollen wasserdicht sein und ihr solltet auch keine Probleme während des Sports bekommen, wenn ihr schwitzt. Ich werde für euch testen, wie das beim Sport aussieht. Ob die irgendwie aus dem Ohr rausrutschen oder andere Sachen. Ja. Dazu folgt dann aber auf Huawei Blog ein ausführlicher Test von mir. Und da werde ich euch alles ganz genau beschreiben, wie ich mit denen hier zurechtgekommen bin und ob die auch wirklich für den Sport geeignet sind.
oder dann doch wirklich nur eher Office-Kopfhörer wären. Ich muss dazu sagen, ich habe mit solchen In-Ear-Kopfhörern noch keinerlei Erfahrung. Ich könnte sie wirklich nur mit den mitgelieferten Kopfhörern von meinem Huawei Mate 20 vergleichen. Also ich lasse mich da überraschen und werde euch das ganz genau berichten. So, eins noch, ihr könnt die Huawei Freelace mittlerweile bei diversen Händlern hier in Deutschland erwerben. Die wurden ja zusammen mit dem P30 Pro vorgestellt, die Freelace. Und die kosten circa roundabout 99 Euro. Ja. So, zur ersten Verbindung solltet ihr wirklich den rechten Teil der Kopfhörer abziehen. Ja, und wirklich das Ladeteil von den Huawei Freelace in das Handy einstecken. Und dann kommt hier gleich die Anzeige. Huawei Freelace gefunden. Verbinden. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt verbindet er sich. So, jetzt seht ihr hier auch, hat er auch gleich angezeigt, wie voll der Akku ist von den Huawei Freelace. Jetzt gehen wir hier auf Einrichten. So, jetzt seht ihr hier schon, Huawei Freelace für Anrufe verbunden. Gucken wir mal, was hier noch geht. Naja, Profile, Anruf Audio. Da machen wir Medien. Audio setzen wir mal. Das möchte. Ja, jetzt. Und dann machen wir noch Kontaktfreigabe. Hoppala. Das war zu schnell. Machen wir noch Kontaktfreigabe. Ah, okay, alles klar. So, jetzt seht ihr hier auch, da kann man eine Firmware-Aktualisierung machen und eine Auto-Aktualisierung über WLAN. Das werde ich dann alles testen, wie das funktioniert. Aber jetzt habt ihr gesehen, um für die erste Verbindung herzustellen, müsst ihr wirklich die Huawei Freelace in das Handy einstecken und somit sind die dann auch mit eurem Handy gekoppelt. Ja, jetzt haben wir die Huawei Freelace ausgepackt. Ich habe euch während des Videos schon relativ viel zu den Freelace erklärt. Ich werde jetzt für euch die Freelace ausführlich testen beim Sport, bei Office-Anwendungen, bei mir bei der Arbeit. Werde gucken, wie lange die Magnete hier halten. Ich denke, die halten sehr lange. Wie lange der Akku hält. Wie lange ich brauche, um zu laden, ja, gerade wie viel Ladeleistung mein Handy verliert, wenn ich die hier ganz auflade. Ich werde, wie gesagt, die ausführlich für euch testen. Dazu abonniert den Huawei-Blog hier auf YouTube oder auch auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ja, was soll ich noch sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.